Ich bin der Callcenter-Crusher und begrüße euch zum heutigen Video. Heute rief mich eine Firma an, die erst Probleme mit der Telefonleitung hatte, um dann später selbstsicher zu behaupten, bei der FCA reguliert zu sein. Auf den ersten Blick war das auch so, aber wie gesagt, nur auf den ersten Blick. Durch genauere Recherche fand ich heraus, dass es nicht so war, wie die nette Dame es geschildert hatte. Daher ist das Video wieder mal etwas länger und geht wie immer nach dem Intro los. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Herr Wagenknecht. Ja. Lea Rottenberg heiße ich und ich rufe, weil Sie auf unserer Unprofit-Plattform sich registriert haben. Da gehe ich davon aus, dass Sie Interesse davon haben. Haben Sie Erfahrungen schon in diesem Bereich gemacht? In diesem Bereich, was heißt dieser Bereich? Also, Bereich von Investitionen, Trading, Handeln, also Ja, auf ich habe Finanzmärkten. ja, Trading, Handeln und Finanzmärkte, das ist ja nicht immer eins. Also ich habe schon viel gehandelt. Ich habe viel verkauft bei eBay und bei Amazon. Okay, nee, aber Trading ist was anderes natürlich, wenn man über Trading redet. Da ist normalerweise, da bekommt man so eine App, so eine Software und dann ein Bot und dieser Roboter analysiert die Ein Finanzmärkte. Boot bekommt man, Und ist das dieses Handelsbot? ja, so. Und dazu bekommt man eine Hilfe von Finanzanalytiker, wenn man braucht, wenn man keine Erfahrungen hat. Dann können die unsere FinanzanalytikerInnen dabei Ja, helfen. aber bis Also. jetzt habe ich noch kein Handelsboot gehabt. Ich habe mit Aktien schon mal gehandelt und da habe ich sowas nicht gebraucht. Ja, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich Sie handeln möchten. Zum Beispiel, wenn Sie auf Rohstoffmarkt oder auf Aktienmarkt handeln, da braucht man das nicht. Wenn man aber auf Forex oder auf Kryptowährungsmarkt handelt, da braucht man so ein automatisches Trading-System zu ihrer Sicherheit, damit man jeden Tag selbst überprüfen kann, wie ihr Geld arbeitet. So, es gibt unterschiedliche Varianten dann. Entweder handelt man über so einen zertifizierten Broker, also weil auf dem Markt dürfen nur die Leute handeln, so die Lizenzen haben. Und es gibt so beides. Es gibt so, wir bieten immer unsere Kunden. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Wagenknecht. Die Verbindung war leider unterbrochen. Das habe ich gemerkt, ja. Es tut mir leid, ja. Also, wir waren bei Handeln, Trading und das und jenes. Also bei dieser Plattform, wo Sie Ihr Konto erstellt haben, da kann man auch so handeln. So, aber um das Konto zu aktivieren, braucht man Deposite dann. Und ich habe Ihnen schon erklärt, dass wir dann nach Hallo? Hallo, oh, das ist irgendwie eine Katastrophe heute. Ist wahrscheinlich von Samstag abhängig ist. Samstag? Wieso Also, geht Samstag das Telefon nicht? Das ist. nee, das ist wie immer Internettelefonie. Verstehen Sie, das ist billiger. Das ist immer so, nach dieser ganzen Corona-Zeit wissen wir schon, dass viele Firmen benutzen Internettelefonie, wie über WhatsApp, Viber oder andere Messenger, damit das günstiger wird. Für Sie, das ist kostenfrei, aber für uns Natürlich ist es kostet für mich mehr. kostenfrei. Ja, Wäre ja deswegen. noch schöner, wenn ich für Anrufe bezahlen müsste. Nein, um Gottes Willen. Also, wir sind bei Thema, Sie haben, ich sehe gerade das im System, das Sie haben, so ein Konto erstellt auf Oil Profit Plattform.
Waren Sie das, ja? Oder nicht? Ja, ich habe mich bei Ölprofit angemeldet. Ölprofit ist Ihre Plattform dann auch, auf der man dann handelt. Ja, dann wird es so, das geht technisch so, dass Sie bekommen ein Software auf Ihrem Handy, weil das wird verbunden. Sie können auch so Zugangsdaten bekommen, so, und dann aber die viele Kunden machen das über Handy, damit sie jeden Tag das sehen, weil jeden Tag wird Markt analysiert und das wird gehandelt. Und Sie werden dann jeden Tag sehen, wie Ihr Geld arbeitet dann. Und zusätzlich dazu, wenn Sie zum Beispiel möchten mit Finanzberater Ihre Finanzstrategie besprechen und entwickeln und sagen so, nee, kein Bock auf Trading, sondern ich möchte in Öl investieren oder in Gold dann. Dann werden Sie diese Strategie mit Finanzberater besprechen und er hilft Ihnen, das zu machen dann. So, und das Und kommt alles, ja, technisch gesehen, das wird alles über diese App laufen, wie bei Online-Banken, also wie bei, da sehen Sie alles, was da, wenn Sie Geld dann rein und raus, wenn Sie das rausnehmen, wenn Sie reingeben. Wie ganz normal wie bei Sparkasse ja, Online-Banken. okay, Ja. die Frage ist, geht das nur mit einer App über Handy? Weil ich habe ein altes Handy und das möchte ich auch nicht wegwerfen, das nutze ich, das ist ein Also, 3110 okay. von Nokia und da kann man keine Apps installieren. Ja, nee, das läuft auch so über zertifizierte Partner, die haben so solche App, also nicht App, sondern so ein Programm, spezielles Programm, und da kriegen sie einen Zugang und da können sie über ihr Computer das machen. So, Ja, und was ist... da brauchen sie kein WhatsApp oder Viber oder Messenger, da können sie über Internet machen, ganz normal bei Computer. Sie bekommen aber Ihre Zugangsdaten dann speziell zu Ihrem Konto. Also, da wird auch wie, ja, das wird auch so, das ist auch möglich, Okay, Sie natürlich. sagten zertifizierte Partner. Ich habe mich doch jetzt bei Ölprofit angemeldet. Ja. Ja, Sie haben bei Ölprofit angemeldet, so, und das wird Ihr Konto erstellt und da ist eine Handelsplattform. Darauf wird gehandelt und da kriegt man so ein App. Und wenn man kein App haben möchte, da macht das für Sie dann so ein zertifizierter Partner dann auch. So, weil schauen Sie mal, da steht hier, dass Sie von, da steht so ein Handy, da sehen Sie, das kann man in einem Mobiltelefon so handeln dann und benutzen so diese Trader dann sozusagen. Ja, nee, ich sagte Aber, Ihnen ja, ich habe ja kein Handy, auf dem man Apps haben kann. ja, deswegen sage ich, das läuft. Ganz einfach, das wird ganz einfach. Sie bekommen einen Zugang zu Ihrem Konto auf Computer. Sie werden Auf so wo? um Ihr Konto. Also, ich kann Ihnen so, ich kann Ihnen dann einen Link schicken zu aktivieren Ihr Konto und Internetseite, wo das aktiviert wird. Das ist so Importkapital. Die zertifizierte Firma, die ein Zertifikat vom Finanzministerium in London hat und darf handeln weltweit. Okay, Weil das gut. ist so eine weltweite Plattform, nicht nur auf London-Markt, nicht nur auf Forex oder sowas, sondern da gibt es die Broker und Finanzberater, die Lizenzen haben und dürfen auf verschiedenen Plattformen handeln. Und das können Sie wechseln, weil wenn Sie auf einmal sagen, ich möchte in Öl investieren und Öl wird sinken,
dann, damit sie ihr Geld nicht verlieren. Finanzberater sagt, nee, machen wir dann anderes so. Jetzt ist dann Ethereum oder US-Coin beliebt ist und dann werden die für sie die Märkte analysieren und Tipps geben. Sie brauchen keine Zeit dazu zu verwenden, okay? Ja, so, dann nennen Sie mir doch jetzt erstmal die Plattform. Okay, dann ich würde so, Sie haben E-Mail, okay? So, ich gucke mal, Sigmund.Wagenknecht@Zeichen, dann Jagger E-Mail, ist das gültige E-Mail? Natürlich ist die gültig. Okay, gut, weil so habe ich nur, ehrlich zu sagen, ich sehe das nur erstes Mal. Ich werde für Sie einfach, ich heiße Lea Rothenberg. Also, ich bin Account Managerin. Haben Sie jetzt Zugang zu Ihrem E-Mail? Können Sie mir doch vielleicht erstmal meine Frage beantworten? Wie heißt die Plattform? Das hatte ich gefragt, wovor Sie so ellenlang geantwortet haben, ohne mir was zu sagen. Wie heißt die Plattform, auf der ich handle? Ich habe für Sie, Sie werden gehandelt wird auf Ölprofit-Plattform, wo Sie geregistriert haben. Sie haben gesagt, das ist eine zertifizierte andere Plattform, haben Sie gesagt. Importkapital, da wollte ich... Ah ja, das sagen Sie, dann buchstabieren Sie mir das doch einfach mal. Dass ich dann direkt... Ich kann Ihnen über E-Mail. Nein, das können Sie mir doch einfach mal sagen. Da kann ich direkt drauf gehen. Auf Ihrer Plattform. Da buchstabiere ich. Ja, genau. Import wie Import? Also I. Wie Ida? Ja, und weiter? M wie Martha. Ja, weiter. Also P wie Peter, O wie Otto. Ja, und weiter? Mein Gott, das dauert ja bei Ihnen, bis wir das durch... Also, Import wie Import. RT, Richard, Theodor, dann C wie Cäsar, A wie Anton, P wie Peter, I wie Ida, C wie Theodor, A wie Anton, L wie Ludwig, haben Sie das? Cäsar. Haben Sie dann einfach da reingehen. Ja, okay. Gut, so. Und wo sitzt diese Plattform dann? Und aus welchem Land rufen Sie dann an? Aus England, Großbritannien. Das ist Sie sollen das verstehen. Das ist weltweite Plattform. Und sie hat so die Mitarbeiter, die die weltweit arbeiten. Verstehen Sie? Ja, also. Und ich beantworte Ihre Fragen so schnell, wie ich heute kann, weil das ist am und es tut mir leid, deswegen, ich wollte für Sie so über E-Mail Link schicken, dann ja, könnten also, Sie direkt reingehen und dann... Hallo. Ich habe das jetzt eingegeben und die Seite wird nicht gefunden. Nee, also kann doch, nicht sein, weil ich bin da drauf, auf dieser Seite. Also, hallo, importkapital.cc, die wird nicht gefunden. Ja, kann ich. Ich bin gerade da. Ich bin auch drauf und irgendwas stimmt da nicht. Was haben Sie angegeben? Haben Sie angegeben davor, HTTPC? Das muss man gar nicht.
Das muss man gar nicht. Also, Eigentlich, wenn Sie dann nicht da sind, Sie hallo, können vielleicht dann. darf ich auch mal antworten, wenn Sie mir Fragen stellen. Sie Ja, können einfach natürlich. weiterreden oder Sie können sich meine Frage zu Ende antworten und dann antworten. Also, ich habe eingegeben importcapital.cc und diese Ja. Webseite wird nicht gefunden. Das stimmt aber nicht. Das Doch, stimmt ich sehe aber es doch nicht. hier. Ich sehe es doch hier auf meinem Bildschirm. Ja, und ich sehe auf meinem Bildschirm, dass das existiert. Deswegen habe ich Ihnen angeboten, das per E-Mail diese Link zu Ja, schicken. Nur diese Link. schicken Sie es per E-Mail. Ja, so, gleich. Ich habe schon angefangen und so. Und dann von Lea Rottenberg habe ich gesendet jetzt. So, die Seite, wo Sie einfach reindrucken und dann reinkommen. So, jetzt haben wir hier. Ja, sehen Sie, das läuft doch, oder? Ich lüge. Ich habe keinen Bock heute, so jemanden zu betrügen. Na, das ist Generell doch nett nicht. von Ihnen, dass Sie heute mal keinen Bock haben. Die haben aber so ehrlich Humor. So, Ja, das gefällt tatsächlich. mir auch. Also, schauen Sie mal. Und das ist so. Was ist das? Die hat, ja, das ist so ein, auch so ein Plattform, so ein zertifizierter Partner von dieser Öl-Profit-Plattform. Die arbeiten alle zusammen weltweit so. So, da können Sie ein Zertifikat von mir auch über E-Mail oder wo Sie wollen bekommen dann. So, und da ist natürlich dann auf Englisch und da beschrieben werden die alle Möglichkeiten, die Sie haben können. So, und wie alles abläuft. So, und wo wird gehandelt? Auf Forex, auf Aktienmarkt, auf Rohstoffmarkt und auf Kryptowährungsmarkt und da kriegt man einen Zugang dazu. So, dann bekommen Sie einen Zugang, da bekommen Sie Ihr Passwort dann und da gibt es auch natürlich so ein Payment-System dazu und dann wird das, wenn Sie Online-Banken haben, das ist ganz normal, dann haben Sie das, ja? Weil wenn Sie natürlich Geld gewinnen, dann muss irgendwie Geld reinkommen, ja? Richtig? Sie sollen eine Möglichkeit bekommen, ihr Geld zu holen. Okay, Sie Habe ich sagten, recht? Ja, ja, Sie ja. sagten, es gibt ein Payment-System. Was gibt es für ein Ja, Bezahlmittel? natürlich. Ja, welche Also, Möglichkeiten haben Sie da? Bieten Sie da? da muss man, also muss nicht, soll, darf, so, kann man ein Deposit da drauf machen. Die Frage ist, Payment-System ist für Visa und Mastercard. Haben Sie Visa oder Mastercard? Nein, habe ich nicht. Also, Sie haben ganz normale Sparkasse Maestra, sowas, oder? Oder Richtig. Deutsche Bank, oder? Okay, gut. Also, aber Online-Banken haben Sie auch, ja? Ja, richtig. Ich habe ein Konto, ja. Also, dann es gibt, ich sage Ihnen, welche Möglichkeiten gibt es dann für die Leute, die Visa und Mastercard haben, da gibt es ein Payment-System, aber das ist nicht interessant für sie. Und da gibt es so ein anderes Payment-System. Also ich kann Ihnen Link schicken, damit Sie alles auch überprüfen dann. Da gibt es ein Formular da. Da muss man ein Formular ausfüllen. Dann wird das überprüft auch. Und da kann man aussuchen, dann sofort Banken dann auswählen. Und über sofort Bankendeposit bezahlen. Und dann wird innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf Ihrem Konto da draufgelegt. Unsere technische Abteilung macht das für Sie. Und Sie bekommen dann Zugangsdaten zu dieser Plattform. Und dann, Sie werden von Finanzanalytiker kontaktiert. Und dann, er wird Ihnen alles genau erklären und erzählen, wie läuft das weiter dann? So. Und
ehrlich zu sagen, wenn Sie da keine wirkliche, wenn Sie keine Erfahrungen in sowas haben, weil wir haben im Februar für unsere Kunden, für unsere neuen Kunden, haben wir so ein Sonderangebot, dass Sie zuerst, also es ist folgendes, Sie bekommen zu Ihrem Deposit einen Bonus von uns und Sie werden handeln nicht mit Ihrem Geld, Ihr Geld wie bei Bank auf Konto bleibt liegen und Sie werden handeln und alles ausprobieren, wie das läuft mit diesem Bonus, was Sie von unserer Firma bekommen dann. Und also wenn das ist abhängig davon, was für ein Deposit man macht natürlich. Also und im Februar ist das so, wenn man mit 500 startet, das ist keine Tausende, da ist nur so Anfang, dann bekommt man 150 Euro diese Bonus und mit 150 startet man zu handeln. Und dann gucken wir, so innerhalb von 2-3 Wochen schauen Sie mal, wie das läuft. Und dann treffen Sie Ihre Entscheidung, ob Sie das möchten oder nicht. Es gibt dann eine andere Möglichkeit, wenn Sie dann mit 250 anfangen, dann bekommen Sie 50 Euro Bonus von uns. Das ist so, wird ein bisschen schwieriger, das zu gucken, aber das können Sie trotzdem sehen, wie dieses Geld arbeitet, wie das alles funktioniert dann. Und dann können Sie entscheiden, ob das für Sie passt ist, ob das für Sie interessant ist oder nicht. So. Und dann soll ich für Sie so ein unsere technische Abteilung schreiben, damit Sie einen Link für Sie schicken, vorbereiten. Ja, dann sollen Sie mir die Bankdaten erstmal schicken. Weil sonst kann ich ja gar nicht überweisen. Also möchten Sie, das ist so ein System, okay, Sie werden das sehen, ich werde, warten Sie mal, ich schreibe unsere Techniker zuerst. Also möchten Sie mir, sagen Sie mir, was für, möchten Sie mit 500 oder mit 250 anfangen? Das spielt doch erstmal keine Rolle, ich möchte ja erstmal die Bankdaten haben und dann kann ich mir überlegen, mit wie viel Geld ich einsteige. Das spielt ja für die Bankdaten keine Rolle. Ja, das haben Sie auch recht, nur... Ja, also, habe ich recht, richtig. Dieser Link wird verifiziert, speziell für Sie. Und dann, wird Verknüpfung gemacht und dann... ich werde dann einfach 250 schreiben. So, weil das ist Minimum, wenn Sie das nicht sagen möchten, Sie können anderes überlegen. Aber damit Sie einen Link vorbereiten. Wieso muss ein Link verifiziert werden? Das verstehe ich nicht. Sie sollen mir einfach nur die Bankdaten schicken und dann kann ich einzahlen. Warum muss ein Link verifiziert werden? Ein Link muss nicht verifiziert werden. Über das Internet wird jeden Tag tausende von Links verschickt. Ja. Die werden alle nicht verifiziert. Ja, das habe ich falsches Wort genutzt. Dann, da haben mir Techniker mal erzählt, wie sie das machen. Aber so, weil ich arbeite normalerweise, die viele Kunden haben, so fast alle haben diese Visa und Meister, da habe ich diese Link, da konnte ich direkt schicken, aber wenn Sie sagen, Sie möchten das über diese Meister machen, da ist einfach andere Möglichkeit und dann wird das, braucht man andere Link. So, verstehen Sie? Ja, das hatten wir jetzt schon geklärt. Ja. Schicken Sie einfach den Link mit den Bankdaten. So, warten Sie mal. Also, so, das wird jetzt vorbereitet. Kleinen Augenblick über E-Mail. Richtig. Auch.
Also, die Techniker fragen, ob sie ohne Buchstaben die Karte haben oder mit Buchstaben. Weil Auf das ist Buchstaben auf einer das ist. Karte? Es geht um eine Ja, es gibt. Online-Überweisung. Nee, Da gibt keine nee. Nee, Buchstaben. nee. Ja, klar, aber so zum Beispiel, ich habe meine unterschiedliche. Ich habe eine Sparkassenkarte, wo zuerst DE steht. Und ich hatte alte Karte, wo keine DE steht. DE steht doch heutzutage, das ist die, Sie meinen die IBAN. Ja Und klar, es gibt so. heutzutage nur noch IBAN-Nummern. Sie sind nicht so ganz auf der Höhe, was Zeit angeht, ne? Es gibt nur Nee, noch IBAN mit dem Ländercode für nee, Deutschland weil also DE. nee, weil ehrlich zu sagen, ich habe überhaupt so fast kaum Erfahrungen mit Maestro, weil die Kunden, mit denen, so, die ich anrufe und kontaktiere, die haben alle Visa und Maestro und dann schicke ich diese Link und das ist ganz normal dann. Und die haben mir jetzt eine Aufgabe mit Sternchen gegeben, verstehen Sie mich? Und dann, deswegen dauert das ein bisschen. Länger, so. So. Ich bin noch, ich bin bei Ihnen, ich muss nur mit Techniker auch kommunizieren parallel. Ja, dann machen Sie das. Ja, das ist mein Job und dann, wie läuft es eigentlich bei Ihnen? Dann haben Sie viel, ja, weiß ich nicht, ob man am Samstag arbeitet oder in Nächte oder Schicht arbeitet. Sie haben aber ein bisschen Zeit, ja? Ja, die Zeit habe ich. Die Also, nehme ich mir für Sie. für mich, das ist aber nett auch für, das ist aber nett, normalerweise. Sage ich immer so, dass ich so nett bin, dass ich die Ja, Sie sind Zeit wirklich ein nehme. außergewöhnlich netter Mensch. Ja, das sagen meine Kinder auch. Ausnahmsweise, du bist die beste Mama in der Welt. Da sagen nicht viele Kinder heutzutage. Ja. Ja, aber meine Mutter sind Sie ja nicht, aber trotzdem sind Sie ja so nett. Wie alt muss ich sein, damit ich Ihre Mutter War so werde? 80 oder so. Nee, ich bin jünger. Also, könnten Sie eine Sekunde warten? Aber So, natürlich. ich muss dann kurz technische Abteilung anrufen, aber ich bleibe dran. Eine Sekunde noch. Ja, ich warte gerne für Sie. Ich glaube, die technische Abteilung scheint sehr weit weg zu sein. Naja, warten wir einfach mal ab. Ja, die technische Abteilung scheint wirklich sehr weit weg zu sein. Und ich dachte immer, dass Frauen multitaskingfähig sind. Scheinen sie nicht zu sein. Oder gute Frau? Sie scheint mich gar nicht mehr zu hören. Hallo, gute Frau. Ja, hallo, 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 Ja, ich bin da ich wieder. dachte immer, dass Frauen multitaskingfähig sind. Also scheint sie nicht zu sein. Ja, aber nicht am Samstag. Also, ich schicke für Sie jetzt, da habe ich das bekommen. Und dann, Sie haben mir leider nicht. Ja, so. Wenn Sie mir geantwortet hätten, würde das schneller laufen. Aber ist nicht schlimm. Ich schicke ein zweites Mail an Sie mit Subject auch mein Name, damit Sie mich finden. Aber ich schreibe nur Lea jetzt, damit das schneller läuft. So, also, ich habe für Sie jetzt einen Link gesendet.
Das ist so ein Link von Payment System, der mit Plattformen verbunden ist. Und dadurch der ohne Visa und Master, da ist für Deposit im Wert von 250 geeignet ist. So, und da ist ein Formular. Haben Sie Zugang zu E-Mail? Können ja, Sie mir sagen, ist, ob Sie das bekommen haben? Nein, ich habe noch nichts bekommen. Aber solange wir warten. Bitte? Aber Sie können dann aufrufen. Dann ja, nochmal, es, so ist, da. Ich rufe dauernd auf. Ich aktualisiere dauernd. Ist ja kein Problem. So, wie sagten Sie noch, wie alt ist Ihre Firma? Ist Ihre Firma sehr erfahren? Also, ich bin relativ neu hier. Ich arbeite Nein, es geht um Ihre Firma. Also, mich interessiert Ihre persönliche Geschichte nicht. Ich möchte gerne wissen, wie alt Ihre Firma ist, ob sie erfahren ist. Ja, natürlich. So, wenn Sie Zertifikate überprüfen möchten, da steht, ich habe schlechtes Gedächtnis. Ich glaube, da steht entweder 2005 oder ja, über 10, 12 Jahre auf jeden Fall dann. Ah ja, okay. So, weil so nicht viele Kunden haben so viel Zeit und stellen so viele Fragen dann. Ja, gut, und das wenn man, freut mich. Ja, aber das wenn man, freut mich, dass Sie Interesse haben. Ja. Ja, also darf ich dann jetzt auch mal antworten, meine Herren. Sie reden ja wie ein Wasserfall und lassen mir gar keine Zeit zu reden. Also, ich bin ein Investor, ich möchte Geld investieren und da ist es doch logisch, dass ich wissen will, wie Ihre Firma ist und wo Ihre Firma ist zum Beispiel. Ja, hundertprozentig. Also ja gut, so Sie sitzen also in England. Also ich persönlich? Nein, die Firma, oder Sie persönlich? Die Firma, ja, die Firma in London, da ist so ist ja. In London, da gibt es die Adresse, da gibt es Telefonnummer zum Auskunft dann und da ist eine offizielle Registrierung über Finanzministerium in Großbritannien. Oh, das klingt dazu gut. Gibt es, das klingt gibt gut. Es ein Listen. Ja, okay, dann fragen wir doch mal nach, wo sind Sie denn lizenziert vom Finanzministerium? Bitte? Wo Sie lizenziert sind, möchte ich gerne wissen. Sie sagten beim Finanzministerium. Und wo sind Sie da reguliert und registriert? Also, ja, dann wenn Sie bei dieser FCA dann reingehen und ich kann Ihnen so diese Lizenz schicken und Sie können Sie dann Sie können nur mir doch einfach sagen, wo Sie lizenziert sind. Das brauchen Sie doch einfach nur sagen. Bei Finanzministerium Großbritannien. Ja, nee, Finanzministerium. Es gibt in Großbritannien zwei Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörden. Und bei welcher sind Sie? Und bei welcher sind also, Sie nun? Dann sage ich Ihnen, das ist Financial Conduct Authority, the Financial Service Register. So. Das heißt bei der FCA oder wo? Ja, bei FCA, ja. Okay, gut, okay. Dann können bei wir da FCA. Doch mal, dann geben Sie mir doch bitte mal Ihre Nummer, unter der Sie da registriert sind. Das ist, ich glaube, eine sechsstellige Nummer oder so. Ja, ja, sagen Sie mir nur, ob Sie Link bekommen haben, weil ich muss dann Techniker schreiben. Nein, ob ist Sie nicht, das bekommen noch nichts haben. Da. Wie noch nicht da? Nein, ist noch nicht da. Bei mir ist raus. Ja, aber bei mir ist nichts angekommen. Aber dann können Sie ja mal erst so lange wie die E-Mail. Ich öffne das. Ja, gut. Ich öffne das. Also, und da muss ich meine Brille rausnehmen. Also. Ja, die Nummer ist, ja, Sie haben recht, das ist 18. 134. Nee, 13. Ja, sag die doch. 134. 439. Ja.
464. 464, das ist die Nummer, ja? Richtig. So, und das ist so Capital Finance Ltd. So. Ja, das kann ich ja schauen, ist ja kein Problem. Yep. Sehen Sie, was unter dieser... Soll ich Ihnen sagen, was da jetzt steht? Ja, unfortunately, klar. We didn't found any results matching warten your search time term. Warten Sie mal, ich gucke mal mit Ihnen an, weil so, ich habe so, jedes Jahr muss das neu registriert werden, stimmt? Und dann, ich habe noch... Nee, das gesendet. Nein, das muss nicht jedes Jahr neu, das muss ja. Jedes Jahr, die Nummer ändert sich ja nicht. Also, warten Sie mal, ich gucke, mit Ihnen kann nicht sein, weil so, heute Morgen hat mir ein Kunde geschrieben, er hat das gefunden. Aber wo finden Sie das? Also, das ist so unter dieser FCA. FCA. Da sollte man diese Referenznummer geben und Firma anhaken. Ja, nicht richtig. Individual. Natürlich. Genau so. Das habe ich gemacht. Ja. Und ich habe diese Referenznummer angegeben, die Sie mir diktiert haben. Ja. Diktieren Sie mir doch nochmal, nicht, dass da irgendwas falsch ist. Ich mache das mit Ihnen dann, weil... Okay, habe ich dann falsch gesehen... Ja, komisch, weil gestern haben wir das gesehen. Warten Sie mal. Oh, Mister. Warten Sie mal, was für eine Nummer habe ich für Sie? Das stimmt aber nicht. Dann muss es 6 ständig sein und nicht 8. Warum ja. Haben Sie mir das nicht gesagt? Ja, ich habe nur die Nummer erfragt. Sie sollten mir die Nummer nur vorlesen. Ich fühle mich wie eine alte Frau, wissen Sie? So, und das könnte wirklich sein. Also, warten Sie mal. Ich habe, kann sein, dass ich falsch alles wieder geguckt habe. Und nicht, dass ich Ärger kriege. So. Aha, ja, richtig, habe ich... 8, 3, 4, ich habe falsch geguckt, es tut ja. Mir leid, weil 8, 3, 4, 7, 1, 7. 7, 1, 7, okay, dann suchen wir danach mal. Jo. So. So. Und dann kann man reinkommen, so, und... Ja, dann schaue ich mal rein. Mhm. Das baut sich gerade auf. Da gibt es die Adresse in London und ja. So, dann gucken wir doch mal. Weil so, ich habe das nur einmal gesehen, weil die Kunden machen das, aber der eine, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, hat mir gesagt, weil ich habe ein Foto geschickt und er hat gesagt, dass, er hat alles gefunden und alles gesehen dann. So. Mhm. So, und ihr Firmennamen ist... Ja, das ist so Capital Finance, das ist so, wo das registriert, das ist gleich wie im Bots Capital, weil das ist ein Plattform und das ist eine Firma. Da ja, aber das ja. Ist ja nicht Ihr Firmenname, den Sie mir genannt haben. Doch. Nein. Capital Finance ist Ihr darf hallo mal zuhören. Ja. Sie haben gesagt, also die Seite, mit die da geschützt ist, reguliert ist, das ist die Capital Finance Limited. Und Sie haben ja gesagt, importcapital.cc. Ja, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Also, okay. Capital Finance London Limited.
Die ist registriert. Yes. Und Yes. die Webseite, die Sie mir gesagt haben, ist importcapital.cc. Das ist eine andere Richtig. Webseite. Richtig, aber schauen Sie mal, ich habe jetzt diese Lizenz. So, und da, wo Capital Finanz Ltd. In Klammern steht, also known as Import Capital, das ist Plattform für diese Firma. Nee, das wird mir hier bei der FCA nicht angezeigt, Ihre Firma. Doch, doch, da steht... Nein, ich sehe es doch hier auf der Webseite der FCA. Ich weiß ja nicht, wo Sie das nachgucken, aber ich sehe es auf der Webseite der FCA. Ja, ich auch dabei. Ich bin auch dabei. So. So, weil da steht, ich muss mit denen, da steht, wenn man alles genau liest, das lese wenn man ich. Alles, ja, wenn man alles genau liest, da steht und dann in diese Register, diese Nummer kommt also auf eine Lizenz, ja, und diese Lizenz kriegt man in PDF. So, und diese PDF schicken wir unsere Kunden dann. Ja, das mag durchaus sein, aber ich kann auf die, wenn ich ihre Nummer bei der FCA überprüfe, dann sehe ich, dass diese Firma mit dieser Nummer nur unter einem Trading-Namen registriert ist. Und das ist nicht der Trading-Name, den Sie genannt haben, diese importcapital.cc. Also, wenn Sie eine Sekunde jetzt warten, da Ach, schon wieder. Weil Sie möchten, dass ich ja richtig Ihre Fragen beantworte. Ich möchte nicht lügen, deswegen. Das ist schon mal löblich. So, und dann ein paar Sekundchen dann Ihre kostbare Zeit und ich beantworte Ihre Fragen, okay? Ja, bis jetzt sind ja noch nicht mal die E-Mails angekommen. Oh, das kann nicht sein. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Bei mir ist aber, bei mir ist schon längst raus. Ja, aber hier ist nichts angekommen. Die andere erste E-Mail, die habe ich ja auch bekommen von Lea Rothenberg. Und die anderen E-Mails sind nicht gekommen. Da haben irgendwelche Probleme bei Ihnen. Dann schicke ich nochmal. Komisch, das ist wirklich so. Das ist wirklich komisch. Ja, das meine ich. Güte. Also, alle heute irgendwie Arbeit, möchte nichts arbeiten. Also, dann, weil bei mir steht E-Mail ist raus, aber ich glaube dann auch, natürlich glaube ich Ihnen. Und dann schreibe ich nochmal von Lea und nochmal Send. Und dann, ja, bei mir ist das raus. Also weg und Sie gucken, ob Sie das bekommen haben und ich frage unsere Finanzspezialisten. So, okay, die zweite E-Mail, die Sie jetzt geschrieben haben, die ist angekommen, aber nicht die Mails, die Sie vorher geschickt haben. Okay, bei mir steht das, aber ich muss das noch. Warten Sie mal, da habe ich alles richtig. Eine Sekunde, Sie gucken diese Link und ich bin gleich bei Ihnen da, okay? Natürlich. Ach Mensch, das dauert bei Ihnen ja. Sie machen so scheinbar nicht öfter solche Geschichten, ne? Sind Sie ganz neu in dem Job? Und der E-Mail-Server ist auch sehr langsam augenscheinlich. Muss ich mir eine Woche Urlaub nehmen, um mit Ihnen zu telefonieren? Irgendwie glaube ich, auf anderen Plattformen hätte ich in der Zwischenzeit schon jede Menge Geld verdient, während ich bei Ihnen noch einfach in der Warteschleife hänge und nichts passiert. Hallo. Hallo, sind Sie noch da? Hallo, gute Frau.
Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo, sind Sie noch dran? Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, das war also wirklich, ich glaube, bei Ihnen muss man sich erst eine Woche Urlaub nein, nehmen. Nein, warten Sie mal bitte. So, weil ich nehme, bei mir jetzt warten auch die Kunden, damit ich helfe, die Account zu aktivieren, weil die Leute möchten langsam anfangen, so zu traden und dann... ich nehme meine Zeit für Sie und bespreche das mit Finanzspezialisten, die Fragen, die eigentlich nicht meine Fragen sind. So, und dann, ich habe für Sie alle Daten gegeben, was Sie gefragt haben dann. So, und Sie haben Ihre Anfrage hinterlassen, Ihr Konto erstellt und dann, ich habe Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse bekommen dann alles. Und ich bin Account Managerin und dann ich ja, und jetzt kommen Sie doch mal zum Punkt und reden Sie nicht drum rum. Also. Was war, worum geht es jetzt eigentlich hier? So, es geht darum, mit welchem Ziel haben Sie Ihr Konto erstellt? Können Sie mir beantworten, die Frage? Ja, ich möchte Geld verdienen. Was super, super. Und unsere Broker machen das genauso. Sie arbeiten mit Ihnen zusammen. Weil die Zeit kostet Geld. So, und alles so, ihr Zugang zu bekommen, weil wir arbeiten auch manchmal mit Betrüger, die einfach so... Was, Sie sind Betrüger? Ja, nee, ich meine so, warum müssen wir Ihnen vertrauen, dann Sie vertrauen mir nicht... Wieso warum vertraue ich Ihnen das? Nicht? Ich habe doch, ja. Nur weil ich als also, Investor gerne das. Wissen will, mit wem ich zusammenarbeiten ja. will. Und da sind diese, darf ich bitte mal meine Antwort zu Ende stellen, wenn Sie schon fragen? Sie ja, müssen klar. mir nicht dauernd ins Wort fallen. Also, es ist doch wohl nicht verwunderlich, wenn ich als Investor, der viel Geld investieren will, wissen will, bei welcher Firma ich das mache. Stopp. Nee, nicht stopp. Es geht noch nicht um die Investitionen. Investitionen ist jetzt so, Sie werden das mit Finanzberater besprechen und nicht mit mir. Ja, aber ich werde gar nicht mit irgendeinem Finanzberater sprechen, wenn ich feststelle, dass diese Firma unseriös ist. Ich bin kein Finanzberater. Deswegen sage ich Ihnen doch, verstehen Sie Deutsch? Ja. Ich sagte, ich will erstmal wissen, mit welcher Firma ich eventuell zusammenarbeite. Bis jetzt konnten Sie mir noch keinen schlüssigen Beweis dafür geben. Wir sind immer noch nicht fertig. Sie fallen mir schon wieder ins Wort. Das ist sehr unfreundlich. Also schon allein aus diesem Grund überlege ich, ob ich überhaupt mit Ihnen zusammenarbeiten will. So, jetzt ist eine E-Mail bekommen an diesen education.com. Ich möchte nicht bei irgendeiner anderen Plattform einzahlen. Ich möchte bei Ihrer Plattform einzahlen und nicht bei irgendwelchen Partnern. Ich möchte bei Ihrer Plattform einzahlen. Wo haben Sie auf Ihrer Plattform die Möglichkeit, Geld einzuzahlen? Die Bankdaten habe ich übrigens immer noch nicht bekommen. So, und... So, das ist ein, wenn Sie im Internet was schon gekauft haben. Sie wissen das, wie das funktioniert. Wird die alle über PayPal oder über eBay oder über Amazon. Es gibt so ein Payment-System, die verbunden ist mit diesem... Und die arbeitet mit Banken. Nein. Wenn ich Bankdaten haben will, dann schicke ich das an die Firma, bei der ich etwas kaufe. Wenn ich bei eBay etwas kaufe, dann schicke ich es an die Firma, die es bei eBay verkauft. Wenn ich bei Amazon was kaufe, schicke ich mein Geld an Amazon und nicht an andere Drittanbieter. Das ist keine dritte Anbieter. Doch, natürlich. Es ist nicht Ihre Firma. Schauen Sie mal, Sie arbeiten mit der Firma, Capital Finance, die eine Plattform Import Capital hat. So, auf dieser Plattform wird gehandelt, wenn Sie kein Software herunterladen können. Auf dieser Plattform sehen Sie alles, wie das läuft. Wenn ich Account aktiviere, weil da muss überprüft werden, weil wenn wir Ihnen Account öffnen
und sie bekommen einen Zugang und sie dürfen dann Geld anfordern dann. Und dann sagt unsere Bank dann, warum zieht irgendwelche Kunde, und dieser Kunde wurde noch nicht verifiziert, wir wissen nicht, ob er überhaupt Herr Wagenknecht ist und nicht jemand anderer, der irgendwo, keine Ahnung, in Sydney sitzt und dann hat ein Hobby dann einfach. Da gibt es so eine Prozedur dann. Und ja, das wird dann so gemacht, natürlich, aber das ja, wird nicht voll. Darf ich mal, Sie, also, meine Herren. Sie haben mir kein Wort gegeben, nur ich kann Ihre Frage nicht vollständig beantworten. Ja, das stelle ich fest, ja, das ist richtig. Sie können meine Fragen nicht beantworten. Natürlich, und ich versuche und Sie unterbrechen mich ständig. Und ja, weil Sie einfach nur reden, ohne zum Punkt zu kommen. Zu welchem Punkt, mit welchem Zweck haben Sie Ihre Anfrage hinterlassen? Das hatte ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Wollen Sie jetzt die Antwort hören oder nicht? Meine Herren, permanent, Sie fragen mich und wollen keine Antwort hören. Was soll so ein Scheiß? Ist der Hobby, die Frauen anzuschreien? Bitte? Ist das Ihr Hobby, Frauen anzuschreien? Ich bin ja, natürlich, wenn die Frauen einfach Fragen stellen, ohne die Antworten abzuwarten. Wenn Sie eine Frage stellen, dann warten Sie die Antwort ab. Und wenn ich die Antwort noch nicht gegeben habe, dann stellen Sie nicht gleich eine zweite Frage. So einfach ist das. Das ist seriöses Verhalten am Telefon. So. Okay. Also, wie gesagt, wenn man sich registrieren und verifizieren will, ist das gar kein Problem. Aber das macht man ja erst, wenn man erstmal, ich habe ja noch nicht mal die Bankdaten. Ich verifiziere mich doch nicht bei einer Firma, von der ich noch nicht mal die Bankdaten habe. Das ist der Punkt an der Geschichte. Der zweite Punkt an der Geschichte. Sie sagen, Sie sind bei der FCA registriert. Ich habe die FCA jetzt nach Ihrer Firma durchsucht. Und der Name oder die Nummer, die Sie mir angegeben haben, die ist nicht mit Ihrer Webseite verbunden, die Sie angegeben haben. Die importcapital.cc ist nicht mit dieser Nummer verbunden. Ich sehe genau, diese Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nur mit einer Handelsplattform verbunden. Darf ich mal, Sie haben mich noch nicht ausreden lassen. Also, die Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nur mit einer Handelsplattform verbunden. Und das ist nicht Ihre Handelsplattform. Das sehe ich bei der FCA. So, entweder erklären Sie mir das oder das Thema hat sich für mich schon erledigt. Darf ich jetzt zu Ende reden? Jetzt können Sie mir das erklären. So, dann sage ich etwas für Sie. So. Sie haben, Sie sind so, ich sehe so wahrscheinlich so König der Welt und die ganze Welt muss so rumherum drehen. Ich habe die Zeit genommen, mein Job ist, ich bin Account Managerin. Ich aktiviere Ihr Konto. Sie wiederholen sich. Ihr Konto erstellt. So, und dann, Sie stellen die Fragen. Richtig. Finanzberater. Nein, ich stelle Fragen über die Firma, ich stelle Fragen über die Firma, mit der ich eventuell handeln möchte. Und wenn Sie diese Fragen nicht beantworten können, wenn Sie meine Fragen nicht beantworten können, dann hat sich das für mich schon erledigt. Mit welchem Zweck? Das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Muss unsere Firma irgendwem, der sogar nicht verifiziert ist, wir kennen sie auch nicht, warum müssen wir unsere Bankdaten erinnern? Soll ich Ihnen noch das Bild von meiner Visa-Karte schicken? Nee, oder? Das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert nur Ihre Firma. So, und Ihre Firma... Also, wenn Sie Vertrag abschließen, Sie bekommen diese alle Daten, weil wir verifizieren, nee, ich schließe den Vertrag erst ab, nachdem ich über Ihre Firma informiert bin. Und Ihre Firma informiert mich doch gar nicht. Stopp, aber Bankdaten ist das bei Vertrag abschließen. Wenn Sie Vertrag abschließen mit der Firma, dann kommt unten, so läuft das nicht auf Finanzmarkt. Nein, auf dem Finanzmarkt läuft es so. Ich handle ja schon auf dem Finanzmarkt. Die Bankdaten, die darf ich jetzt mal, also dann hat sich das jetzt einfach für mich erledigt, weil Sie einfach keine Ahnung haben von dem Job. Sie haben echt keine Ahnung.
Von meinem Job habe ich eine Ahnung. Nein, haben Sie weil nicht. Ich aktiviere Handelskonto. Und ja, aber das, ja. Hunderte Fragen. Ja, natürlich hat man hunderte Fragen, aber Sie können keine beantworten. Man muss sich erst, verifizieren, wenn man die Bankdaten hat oder wenn man einen Vertrag abgeschlossen hat, dann ist es zu spät. Warum muss unsere Berater die Zeit für Sie nehmen? Wissen Sie, was eine Beratung kostet bei Finanzberater und wir bieten das kostenfrei für Sie? Ja, ja, natürlich kann ich mir vorstellen, dass das kostenfrei ist. So wie ich das sehe, sind Sie eine Betrügerfirma. Und kein Wunder, dass das kostenlos ist. Habe ich Sie betrügt? Ja, Sie versuchen das. Sie versuchen das. Sie wollen erst einen Vertrag haben, bevor Sie Bankdaten schicken. Sie sagen, Sie hätten eine Lizenz mit einer Plattform. Sie haben gefragt, dann hören Sie sich meine Antwort an. Meine Fresse, sind Sie deine dumme Kuh. Kriegen Sie es mal auf die Reihe zuzuhören? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Gespräch hat sich jetzt für mich schon beendet. Sie sind eine Betrügerfirma. Okay. Tschüss, Betrügerfirma. Tschüss, Betrügerfirma. Du kannst gehen.